Hello and thank you for inviting me. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Melanie Dittmar und ich mache seit bald einem Jahr verschiedene Demonstrationen im Rheinland, Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, unter anderem Bonn, Köln und Düsseldorf, dort die Dugida. Ich muss dazu sagen, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, ich gehöre nicht zu Pegida. Wir sind autark. Mélanie Dittmer nous fait l'honneur de venir de l'Allemagne et a participé depuis plus d'un an à de nombreuses manifestations appelées Pegida contre l'immigration massive à travers la plupart des régions d'Allemagne. Europa ist im Fadenkreuz der Masseneinwanderung und Europa muss zusammenstehen, wenn sie dieses Problem bewältigen wollen, dann müssen die europäischen Länder zusammenhalten. Und ich schäme mich sehr für die deutsche Politik und dafür, was Merkel und Gabriel und die anderen deutschen Politiker Deutschland und Europa und auch Frankreich antun. Mir tut das sehr leid, was die Politiker in Europa verzapfen. Bravo. Les pays d'Europe doivent s'unir pour pouvoir lutter contre ce phénomène migratoire sans précédent. Et toutes les nations doivent se réveiller, tous les peuples doivent agir. Et je me réjouis ce soir de vous voir aussi nombreux. Dieses Deutschland, da hinten, was da in diesem Konsulat ist, das ist nicht mein Deutschland. L'Allemagne qui est ici dans ce, dans, au consulat juste à côté n'est pas mon Allemagne. Merkel ist die Schlange Europas und sie spuckt ihr Gift auf ganz Europa. Und es wird Zeit, dieser Schlange den Kopf abzuschlagen. Merkel ist ein très mauvais exemple pour l'Europe. Elle est celle qui nous déshonore. Sie lädt die ganze Welt zu uns ein, ohne die Menschen auf terroristischen und kriminellen Hintergrund zu prüfen. In Deutschland wurden so schon mehrmals IS-Terroristen als sogenannte Refugees getarnt, festgenommen. Mal ganz zu schweigen von den ganzen nordafrikanischen Dealern und Diebesbanden aus dem Balkan. La plupart des migrants ne sont pas de véritables réfugiés, mais des réfugiés économiques. Et les migrants d'Afrique du Nord veulent faire de l'Europe les Balkans. Und diese Hure, Merkel Babylons, sie sagt immer noch, wir schaffen das schon. Das sagt sie jeden Tag im Fernsehen. Und da kann man gar nicht so viel essen, wie man kotzen könnte bei dieser Merkel-Politik. Ouais. Merkel dit régulièrement dans les médias, nous allons y arriver, mais ce n'est pas cette politique que nous voulons. Die Deutschen sind völlig von Sinnen und sie haben neue Modebegriffe erfunden, die es bislang in der deutschen Sprache so noch gar nicht gegeben hat. Ein Beispiel für die Umerziehung und für die Gehirnwäsche des Volkes ist das Wort Willkommenskultur. Nous ne voulons pas de cette culture d'accueil. Da in Deutschland inzwischen Oberflächlichkeit und Kulturlosigkeit vorherrscht, wird alles nun zelebriert und sei es der Untergang Europas. Willkommenskultur, Betrunkene haben sogar nachts im Regen Asylforderer im Kölner Bahnhof vorgestern Nacht um 1 Uhr von den Gleisen abgeholt. Das muss man sich vorstellen. Da gehen diese Willkommenskultur Betrunkenen nachts um 1 in Köln mit dem Regenschirm an den Bahnhof wie zu VIPs und holen Asylforderer ab
als wären es VIPs. Das ist Deutschland heute, das ist völlig krank. Bravo! Nous ne voulons pas transformer notre culture. De nombreux Allemands ont déjà manifesté devant les gares et cela va continuer encore aujourd'hui si d'autres migrants arrivent. Merkel ist nichts weiter als ein Haufen Merdel auf zwei Beinen, die aus Europa eine internationale Latrine von Billiglöhnern machen will. Oder machen wir nicht mit? Da sage ich Stopp, da sage ich Europa erwache! Merkel veut faire de l'Europe des toilettes. Nous disons aujourd'hui, je dis aujourd'hui à l'Allemagne, Europe, réveille-toi. Das ist der totale Austausch der europäischen Bevölkerung. Sie wollen als Lobbyisten der Industrie Arbeitssklaven beschaffen, die für weniger als einen Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde arbeiten gehen. Aber nicht mit uns. Il y a aujourd'hui un véritable remplacement de la population et nos salaires sont diminués. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Thank you! Merkel doit partir! Merci! Und auch die Schergen der Antifa, die uns auf der Straße das Leben schwer machen, da sage ich nur eins zu: Europa den Europäern! Antifa nach Nordkorea! Ja. Et je dis aujourd'hui à tous les Antifa, l'Europe aux Européens et les Antifa en Corée du Nord! Ich hoffe, wir sehen